Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Barents Sea, diesmal mit der Release-Version. Wir sind jetzt in Version 1.0 und hoffen natürlich, dass jetzt in nächster Zeit eine Menge Patches kommen, eine Menge Erweiterungen kommen. Wir fangen jetzt mal mit einer neuen Karriere an, nehmen wieder unseren Jan, ja, also, oder unseren Mann, fangen auch mit dem Tutorial dann an, dass ich euch das alles nochmal ein bisschen erkläre. Nennen wir ihn wieder Frankie hier, starten mit dem Tutorial. Mit der guten alten Borge, mit Opas Kutter. Bin gespannt, was sich jetzt noch alles so geändert hat. Ich habe schon ein bisschen was gehört von anderen Leuten. Und ja, bin richtig gespannt. Und ich bin auch gespannt, was jetzt in Zukunft noch so kommt. So, da haben wir es sogar auf Deutsch schon. Willkommen zu Barentssee. Du beginnst deine Karriere mit einem kleinen, schwerfälligen, aber robusten Holzfischkutter, den du von deinem Großvater geerbt hast. Aufgrund dieser bescheidenen Anfänge wird dein Weg zu einem der legendären Seefahrer der Barentssee lang und mühevoll sein. Aber lass dich von diesen Träumen über Ruhm und Reichtum noch nicht so sehr ablenken. Fangen wir erstmal mit den Grundlagen an. W und S kannst du jeweils beschleunigen oder langsamer werden. Das Ruder kannst du mit A und D steuern. Drücke V, um die Ego-Perspektive zu wechseln, wenn du bereit bist. So kannst du dich auf dem Deck deines Boots bewegen. Tutorial Teil 2. In der Ego-Perspektive kannst du dich mit den Tasten WSAD bewegen. Du kannst mit einigen Objekten auf dem Boot interagieren, indem du E drückst. Bewege dich auf dem Boot umher, öffne die Tür, indem du E drückst. Sobald du bereit bist, gehe dann zum Stuhl im Ruderhaus und drücke E, um mit ihm zu interagieren. So, ich habe den Sound auch nochmal ein bisschen lauter gemacht, dass ihr auch ein bisschen mehr hört. Hier haben wir unsere Leine oder Netz, Longline. Hier haben wir das Steuer, das Ruder. Gehen mal hier runter, ob wir hier jetzt vielleicht auch schon außer den Ofen vielleicht noch ein bisschen was anderes machen können. Aber na, die Uhr ist. Die Uhr bewegt sich sogar. Ah, cool. Die Uhr bewegt sich. Das ist nice. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was hier jetzt noch alles passieren wird. Wir gehen ans Ruder. Drücken jetzt Steuer. Ah, hier, okay. E. Sobald du auf dem Sitz Platz genommen hast, kannst du das Boot auch in der Ego-Perspektive fahren? Verwende dabei dieselbe Steuerung wie in der Third Person. Mit F stehst du vom Sitz auf und kannst dich frei bewegen. Mit V kehrst du in die Third Person-Perspektive zurück. In der Nähe wurde eine Langleine ausgelegt. Fahre zu ihr und nutze dabei die Third Person. So. In der Nähe. Jetzt mal gerade. Sollte hier rechts von uns sein, ne? Fahren wir mal los. Jetzt decken wir schon das erste auf. Ja, wir müssen nachher auf jeden Fall den ganzen Weg hier zurückfahren. Schnellreise funktioniert so nicht mehr, habe ich schon gehört. So, komm nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja, mal gucken, was jetzt alles noch in nächster Zeit so passiert. Bin auf jeden Fall gespannt. Hier ist jetzt grün und rot, das ist auch neu. Ah ja. Um die Langleine einzuholen, musst du das Boot so ausgerichtet sein, dass beide Bojen auf der Steuerbordseite rechts vom Boot liegen und sich mindestens eine der Bojen nur wenige Meter von der Leinwinde entfernt befindet. Sobald sich eine der Bojen nah genug an der Leinwinde befindet, erscheint ein grüner, halbkreisförmiger Bereich. Ein Pfeil zeigt dann auf die weiter entfernte Boje und wird ebenfalls grün, sobald sich die Boje auf der Steuerbordseite rechts vom Boot befindet. Hole die Langleine mit Hilfe des Ausrüstungseinholsymbols unten links ein oder indem du E drückst. Wir machen das mal mit E. Ah ne, das war hier nur die Markierung. Müssen wir jetzt mal na, jetzt ein bisschen Kurve drehen hier. Ja, nochmal eine kleine Ankündigung. Nächste Woche werde ich auf jeden Fall Kingdom Come Deliverance Let's Playen. Ab dem 13. Februar kommt das dann auch raus, das Spiel. Also da seid schon mal gespannt. Ich werde schon mal vorher ein bisschen reingucken. Und, oh. Wieso ist er jetzt so langsam? Ein bisschen mehr Gas geben. Versuchen jetzt wirklich, wie er das gerade gesagt hat. Aber jetzt wird schon rot. Noch ein bisschen langsamer. So,
können wir E drücken und dann holen wir die Langleine rein. Rot verfehlt, gelb okay, grün gut, blau perfekt. Wenn du eine Langleine einholst, musst du deine Maus klicks beim Einsammeln der Fische genau abstimmen. Je kleiner der Kreis, desto besser deine Leistung. Wie gut du dich beim Einholen geschlagen hast, wird durch die Bonusanzeige angezeigt. Du kannst einfach nur linke Maustaste drücken, wenn der Kreis in der Mitte ist. Da haben wir schon den ersten perfekten. Würde ich auch empfehlen, später bei den Schiffen immer selbst das Einholen zu machen, auch bei der Wiebike, weil ihr dadurch halt, weil die Mitarbeiter, die müssen erst das skillen, das dauert halt eine Weile. So, jetzt haben wir hier 763 Kilogramm Pollack, 231 Kilogramm Schellfisch und 44,2 Kilogramm Rotbarsch. So, jetzt musst du den Fisch ausnehmen. Sobald du auf Start geklickt hast, musst du die Maus in einer durchgehenden Bewegung von links nach rechts bewegen. Versuche mit dem Messer über den blauen Punkten zu bleiben und um beim Ausnehmen die beste Qualität zu erzielen. Jetzt drücken wir Start. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, das ein bisschen schneller zu machen. So, da haben wir schon mal volle Punkte. Ah, das war ein bisschen zu weit oben. Wie gesagt, ihr seht jetzt hier oben die Punkte, da müsst ihr nach unten lenken. Und dann habt ihr hier unten die Punkte, da müsst ihr nach oben steuern. Ne? Ah ne, Quatsch. Wenn ihr oben seid, müsst ihr nach unten. Genau, und wenn die oben sind, nach unten. Genau, so war das. So, gute Arbeit beim Einholen deiner ersten Langleine. Auf deiner Karte wurde ein Wegpunkt gesetzt. Dort befindet sich eine weitere Langleine, die bereits einige Stunden auslegt. Hole sie rasch ein, bevor zu viel Zeit vergeht. Sie muss innerhalb von 48 Stunden eingeholt werden, ansonsten ist sie verloren. Die Farben der Bojen auf der Minikarte zeigen an, wie lange sie bereits ausliegen. Blau kann noch nicht eingeholt werden, grün kann eingeholt werden. Bestes Ergebnis, das ist auch wieder anders. Das ist natürlich auch nochmal anders, weil blau war sonst immer das Perfekte. Gelb beginnt sich aufzulösen und rot bald verloren. So, jetzt gehen wir wieder auf V. Jetzt müssen wir gucken, die sind hinter uns, da müssen wir einmal drehen. Ja, 16 Stunden, die dürfte gleich grün werden. Weil normalerweise, wenn wir hier mal ins Logbuch gucken und dann auf Langleinfischerei gehen, da stand das eigentlich nochmal drin. Langlein werden optimalerweise nach etwa 18 bis 24 Stunden im Wasser wieder eingeholt. Nach 26 Stunden vermindert sich ihr Ertrag zunehmend. Ja, hier steht es nochmal anders drin. Blau ist nämlich das beste Resultat. Ja? Also, ist gerade ein bisschen verwöhnt. Aber blau war sonst immer das Perfekte. Ja. 3 Tonnen Fisch können wir jetzt mitnehmen mit dem ersten Boot. Links. Da vorne ist das Ziel. Ja, also 3 Tonnen jetzt am Anfang maximal. So, hier sehen wir Langleine, 250 Haken an der Langleine, 16 Stunden. Hier sehen wir, was wir bisher im Laderaum haben. Hier sehen wir auch nochmal die Quoten. Ja, Rotbarsch muss man halt wirklich aufpassen, dass man die Quote da nicht überreizt, sag ich mal. Weil sonst müsst ihr nämlich die Fische immer wegschmeißen. So, hier haben wir das so nah. 150 Meter, unter uns ist gerade ein Rotbarsch. Hier kommt, glaube ich, gerade noch ein Pollack oder Schellfisch. Hier haben wir das GPS. Hier haben wir das Wetter. Immer müsst ihr immer gucken bei dem Wind. So stark sind denn quasi die Wellen? Ja, also da müsst ihr immer schauen. Also wenn da jetzt 10 oder 15 Meter die Sekunde sind, ist es halt sehr windig. Und dann ist es halt auch schwer, Netze auszuwerfen. Ja, also desto stärker der Wind ist. Dann haben wir hier die Positionssichter, die Scheinwerfer. Da haben wir jetzt noch nichts eingebaut. Die könnt ihr mit Q und E, könnt ihr die quasi drehen. Dann haben wir hier die Arbeitsscheinwerfer.
hier nochmal die Innenbeleuchtung. Aber jetzt müssen wir ein bisschen weiter mal eine Kurve drehen hier. Da so dicht wie möglich rankommen auf der Geraden. Ja, wie gesagt, die Kamera dreht ihr hier einfach rechtsklick gedrückt halten und dann könnt ihr hier die Maus bewegen. Jetzt müssen wir die Kurve kriegen hier. Ein bisschen langsamer werden. So, jetzt holen wir das die letzte Langleine ein. Danach müssen wir uns dann zum Hafen wieder begeben, nach Hammerfest. So. Übrigens, Hammerfest ist, also ist alles originalgetreu, ja. Jedes Boot, was ihr hier im Spiel seht, hat eine Lizenz. Also sind auch Originalboote, die könnt ihr auch, wenn ihr mal bei Marine Traffic auf der Seite guckt, da sind die Boote auch drin, auch mit den Namen. Und ja, das Krabbenfischer-DLC soll ja dann als erste große Erweiterung kommen. Und die wollen sie auch original lizenzieren, dass da ein original norwegisches Krabbenfischerboot quasi lizenziert wird. Ja, ich bin auch gespannt auf die kostenlosen Erweiterungen. Mal sehen, was da noch alles jetzt so die nächsten Tage und Wochen kommt. Wie gesagt, ihr habt da vielleicht in meinem letzten Stream gesehen, halt noch vor Release. Dass es halt teilweise noch einige deutliche, krasse Bugs gibt, wo ich zum Beispiel auf das Packeis gefahren bin und sowas alles, ne? Also. So, wir haben jetzt eine Tonne Pollack, 381 Kilogramm Schellfisch und 72 Kilogramm Rotbarsch. Nimm den Fisch erneut aus. Ein ausgenommener Fisch bringt für gewöhnlich einen höheren Preis auf dem Fischmarkt. Es sei denn, du nimmst ihn sehr schlecht aus. Der Hafen kauft dir allerdings auch unausgenommenen Fisch ab. So, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen konzentrieren hier. Ah, gar nicht so einfach. Ja, 2,5 Sterne nur, das ist schade. So, jetzt haben wir einfach mal geradeaus durchgezogen. Wie gesagt, das funktioniert. Ah, das muss man nochmal ein bisschen aufpassen. So, einen haben wir noch. Einigen Fischen klappt das halt sehr gut, dass man schnell durchzieht. So, Glückwunsch, du hast deine zweite Langleine eingeholt. Dies ist das Kartenmenü. Du kannst es über das Vollbildsymbol auf der Minikarte unten rechts oder mit der Taste M öffnen. Über die Schaltflächen unten kannst du deine eigenen Wegpunkte für Orte festlegen, die du bereits besucht hast, um dann per Schnellreise dorthin zu gelangen. Der sichtbare Kartenbereich hängt von deinem Bootsradar ab. Wenn du per Schnellreise an weiter entfernte Orte gelangen möchtest, solltest du über ein Upgrade des Radars nachdenken. Begib dich zum Hafen von Hammerfest, dort kannst du den Fisch verkaufen, den du gerade eingesammelt hast. Ein Missionswegpunkt wurde auf der Karte gesetzt. Du kannst jetzt selbst zum Hafen fahren oder einen eigenen Wegpunkt setzen, um per Schnellreise dorthin zu gelangen. So, ich würde sagen, wir fahren das Stück jetzt nicht. Also ich würde sagen, wir machen jetzt Schnellreise. Weil das ist wirklich ein ganz schönes Ende. Wir brauchen jetzt aber 50% mehr Sprit. Also da müsst ihr drauf achten. Hier sollen wir jetzt hin. Ach, hier ist noch nicht entdeckt. Für den Rest dann selber fahren. Müsst ihr halt immer auf euren Sprit achten, ansonsten müsst ihr euch nämlich abschleppen lassen. Und das wird dann richtig teuer, wenn ihr da keine Versicherung abgeschlossen habt. So, gehen wir wieder an Steuer hier. Und fahren jetzt. Hier ist das Dock. Da sollen wir jetzt hin. Jetzt haben sie auch nochmal umgebaut, sehe ich gerade. Haben sie auch nochmal einiges geändert. Geben jetzt Vollgas. Natürlich ist unser Frachtraum jetzt mit 2,5 Tonnen gefüllt, deswegen sind wir jetzt nicht mehr so schnell. Ja, also die Geschwindigkeit variiert dann schon, wie viel Fracht ihr an Bord habt. So, wir gucken mal. Fische, die sind ja 10 Stunden alt, das ist alles okay. Fisch beginnt nach 8 Tagen zu verderben. Nach 14 Tagen kann er nicht mehr verkauft werden. Ja, also da müsst ihr immer drauf achten. So, jetzt haben wir nämlich keine Haken mehr dran. Wir haben hier noch 4 Langleinen mit 250 Haken, die müssen wir dann gleich wieder ausstatten, um dann erneut loszufahren. So, ich hoffe, dass er hier die aktuelle Aufgabe nachher annimmt. Wir fahren jetzt nochmal ein Stück. Wichtig ist auch, wenn ihr das nächste Boot freischalten wollt, müsst ihr hier Kilometer sammeln. Ja, also jetzt für das zweite Boot 35 Kilometer insgesamt, die müsst ihr selbst gefahren sein. Die dürft ihr nicht mit Schnellreise gemacht haben. Ne? Also da immer drauf achten. Hier gibt es zum Beispiel
einfache Job, um die Grundlagen des Fischens in der Barentssee zu erlernen, ist gerade unser Job. Hier haben wir nochmal die Ausrüstung, Events, ja. Hier geringe Schellfischnachfrage. Im Sommer ist die Nachfrage nach Schellfisch deutlich geringer. Also Schellfisch ist gerade um 40% weniger der Preis. Der Makrelenbestand steigt stark an, wirft das Schleppnetz aus. Das kommt erst ganz später, bis zum 31.10. August. Die Schellfischsaison hat gerade begonnen. Die Kommunalregierung möchte die Produktion der lokalen Fischereien steigern. Der Preis für Schellfisch ist um 20% gestiegen. Okay. Oh, jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Ja, jetzt sind wir da. So. Mission abgeschlossen. 10.000 Kronen Belohnung bekommen. Glückwunsch, du hast Hammerfest erreicht. Um deinen Fisch zu verkaufen, musst du im Hammerfest anlegen, indem du in die rechteckige Hafenzone fährst und rechts auf dem Hafen im Hafen anlegen klickst. Anschließend könntest du probieren, deine eigenen Langleinen auszuwerfen. Viel Glück. Jetzt drücken wir hier auf den Button rechts und verkaufen den Fisch. Wir haben jetzt verdient 26.600 Kronen. So. Tutorial Langleinen auswerfen. Jetzt geht das quasi weiter mit dem nächsten Tutorial. Das nehmen wir auf jeden Fall an. Du musst außerdem lernen, wie Langleinen ausgelegt werden. Zuerst musst du dich zum Fischmarkt begeben, um eine deiner Langleinen mit Ködern zu versehen. Klicke unten rechts auf den Fischmarkt, dann links oben auf die Schaltfläche Köder kaufen. So, der Fischmarkt ist hier. Jetzt haben wir hier Köder kaufen. Klicke auf die köderlose Langleine und versieh sie mit Garnelenködern. Du hast dafür das nötige Geld erhalten. Garnelenköder. Gucken wir mal. Garnelenköder, 2000 Kronen. So. Jetzt kannst du fleißig Fische fangen. Verlasse den Hafen, indem du rechts unten auf Fischen gehen klickst. Das machen wir gleich. Wir holen uns aber noch ein zweites Mal. Ja, das ist jetzt Kabeljau. Das ist eigentlich... Ist ja nicht schon die Saison für Kabeljau? Dürfte vielleicht sogar schon sein, ne? Oder? Müssen uns gleich mal... Gucken mal kurz nach. Fische. Kabeljau. Hier steht das nochmal beschrieben. Kabeljau wird am besten in der Saison von September bis Februar gefangen. In der Zeit ist seine Qualität am höchsten. Guck nochmal kurz Makrele. Ja, von Mai bis Oktober, genau. Ja, Kabeljau können wir jetzt eigentlich noch gar nicht fangen, weil wir sind jetzt noch im August. Also würde ich jetzt eigentlich keine Garnelenköder kaufen, weil Kabeljau ja eigentlich noch gar nicht aktiv ist, ne? Und dieses Blaue zum Beispiel ist ja der Kabeljau, den Köder würde ich dann nicht kaufen. Man muss jetzt mal gucken, was ist jetzt davon Pollack und was ist jetzt... Hier ist Rotbarsch zum Beispiel, den könnten wir natürlich auch erstmal gehen. Hier ist auch wieder Kabeljau. Mal der Gelbe, wo ist der Gelbe am größten? Ja, dann kaufen wir einmal noch Makrele. So, jetzt ganz wichtig, immer auftanken, wenn ihr am Hafen seid. Kostet jetzt 570 Kronen, jetzt haben wir aufgetankt. Hier sind zum Beispiel die ersten Upgrades. Wir haben jetzt 54.000 Credits, da könnten wir den Lagerraum auf jeden Fall schon mal erhöhen. Ich denke mal, das machen wir auch. So, Motor-Upgrade könnte man jetzt auch schon machen, aber das machen wir später. Radar-Upgrade auf jeden Fall. Scheinwerfer ist nur optisch, das braucht ihr nicht. Also Scheinwerfer-Upgrade ist nicht nur optisch, sondern damit wird euer Scheinwerfer schon... Ja, sag ich mal, ein bisschen größeren Radius, aber braucht ihr jetzt nicht unbedingt. Mast-Upgrade ist auch nur optisch, braucht ihr auch nicht. Also wichtig ist halt jetzt Motor-Upgrade und Lagerraum. Ja, wir können ja einmal Motor-Upgrade noch machen. So, hier sind die anderen Boote. Wie gesagt, für dieses Jagen brauchen wir jetzt noch 34 Kilometer, die wir ohne Schnellreise zurücklegen müssen. Ja, und dann die Wiebeke, Lunabo und Hermes. So, dann machen wir das Tutorial... Machen wir das jetzt schon weiter? Ich würde sonst sagen, wir machen in der nächsten Folge das Tutorial weiter. Und bedanke mich jetzt erstmal fürs Einschalten. Ich hoffe, ich konnte euch da jetzt schon mal ein bisschen was erklären. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal die Stadt, kann ich euch noch erklären. Hier kann man jetzt Crewmitglieder anheuern. Hier seht ihr zum Beispiel auch 6% Quote. Ja, das heißt, dass er 6% von eurem Gewinn nimmt. 23.000 kostet er. Dann haben wir eine Bank, da können wir jetzt zum Beispiel Geld uns leihen. Jobs gibt es ja aktuell keine. Hier immer gucken wegen den Jobs. Hier sind noch Dienstleistungen. Hier steht auch unbegrenzt kostenloses Abschleppen zum nächsten Hafen. Kostet 10.000 pro Jahr. Also das ja, ist, denke ich mal, schon wichtig. Ne? Also, dass er das auf jeden Fall auch nimmt.
Wie gesagt, hier ist das Logbuch, hier ist das Wiki, hier könnt ihr auf Deutsch alles nachlesen. Ja, dann gibt es hier noch die Wettervorhersage, dann gibt es hier die Karte und dann gibt es hier auch Skip Time. Ja? Also wenn ihr jetzt Zeit überspringen wollt und ihr jetzt nicht jetzt einfach so ewig warten wollt oder sowas, fahrt in den Hafen zurück und skippt da die Time. Ihr könnt hier stündlich vorspuren, ja, also stündlich. Ihr könnt auch eine ganze Woche überspringen. Was noch ganz wichtig ist, gucken jetzt mal auf die Karte. Dieser Bereich hier, das ist Hammerfest Zentrum. Ja, also wenn ihr jetzt mal guckt, hier auf dem Wiki, und dann geht ihr mal allgemein Docks. So, Docks, warte, Häfen. So, Hammerfest Zentrum. Ja, da steht zum Beispiel drin, dies ist der Hafen im Hammerfest Zentrum. Verfügbare Aktion, lokaler Fischmarkt. Zwischen 10 und 18 Uhr gibt es auf dem lokalen Markt einen besseren Preis für deinen Fisch. Ja, also wenn ihr später mal vollen Frachtraum habt, dann verkauft immer im Hammerfest Zentrum. Wie gesagt, ihr könnt dort, wenn ihr da andockt, die Zeit überspringen. Ja, dass wir jetzt hier quasi so auf um 10 vorspuren und dann verkaufen. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr die Fracht nicht direkt verkauft. Ne, also jetzt nicht an dem Dock, da könnt ihr einmal auf Abbrechen drücken und dann könnt ihr quasi die Zeit vorspuren, nochmal an- und abdocken und dann könnt ihr den Fisch für mehr Geld verkaufen. Alles klar, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer The Waterfang. Tschüss.